Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil Vollmond, ja, großartig, fantastisch, ja, die beiden Teile nach William Toyle über den 14. Jänner möchte ich noch am Abend machen, in der Zwischenzeit bitte um Verständnis, kleinen Spaziergang, ein bisschen hinausgehen, es könnte die Sonne rauskommen, egal wie es ist, frische Luft draußen, wieder mal wieder Gehirn entlüften, das tut gut, das ist hervorragend. Bevor wir in Medias Res springen, wollte ich nochmal, na, das ist die falsche Einstellung hier, ich werde den Link unten nochmal anführen, weil es gibt ja vielleicht einige von euch, die nicht auf Telegram sind, und ich möchte euch hier wahrscheinlich die beste politische Erklärung aller Zeiten nicht vorenthalten. Wer dieses Video einmal, vielleicht zweimal gesehen hat, weiß ungefähr die Quintessenz, ja, also er zeigt die Quintessenz allen politischen Denkens. Und ich muss sagen, wir sehen auch hier eine starke Quintessenz im vierten Haus, wie schon, glaube ich, mehrmals angesprochen. Das heißt, viertes Haus steht natürlich immer für Rückzug. Spitze viertes Haus im Steinbock zeigt uns auch, wie üblich, aber das haben wir eh schon gewohnt, eine entbehrungsreiche, eine harte Zeit, eine kalte Zeit. Naja, in der Astro, nicht Medizin, sondern in der Astro Klima-Wetterkunde ist ja das vierte Haus angeblich sozusagen, ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt, aber in früheren Jahrhunderten hat man sich sehr stark mit der Wetterastrologie auseinandergesetzt, weil die Menschen eben wissen wollten, wie es wird, wie sich das Wetter entwickelt, und es gab hier doch verblüffende Ergebnisse aus dem vierten Haus. Und wie heißt dieser Spruch so schön, es sind, wie sagt man, sind Wolken in Sicht, kann es regnen oder auch nicht. Und das heißt, wir sehen hier Spitze viertes Haus im Steinbock. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass es kalt werden könnte, aber wenn die Sonne im vierten Steinbock steht, dann könnte das natürlich wieder für Erwärmung sprechen. Auch die Venus sozusagen würde Wärme ins vierte Haus bringen. Also die große Kälte lese ich hier jetzt nicht raus, und das wäre dann erst im Neujahr ungefähr so in 10 Tagen der Fall. Also hier sehe ich das nicht. Aber wie gesagt, ich versuche auch immer so ein bisschen im Augenwinkel, im rechten Augenwinkel zu behalten. Der Beginn dieser Phase, eben, die ein William Toyle angesprochen hat, und die würde hier beginnen. Ungefähr hier ist der 14. Jänner zu finden, also laut meiner Fingerrechnung 7 plus 7 sollte so ungefähr im Bereich von 14 liegen. Was haben wir noch nicht besprochen? Der Saturn steht markant, auffällig, ein Saturnlein steht im 5. Hause, ganz still und stumm, und bildet mit Neptun noch ein Halbsextil, ja, also das ist doch auffällig, wer ist was und warum und wenn ja, wie oft. Saturn ist als Herrscher des vierten Hauses im fünften Haus wenig überraschend, weil den Leuten im Moment noch das Hemd näher ist als der Rock. Mit Rock wurde früher bezeichnet das Sakko, ja, also der, ja, die Oberkörperbekleidung. Und hier steht vier Herrscher von 4 und 5. Die Leute wollen, Saturn hartnäckig, ihren Wohlstand zurück. Die Leute wollen ihr altes Leben zurück. Wurde ihnen ja versprochen. Ein Pixel da, ein Pixel dort, und ihr bekommt euer altes Leben zurück. Na. Ist nicht, ja. Also das heißt, hier sehen wir das klassische Umsonstmotiv und natürlich auch in Zusammenhang mit dem Halbsextil zu Neptun, welches eben heute seine Auslösung hat, das Dreijahreshoroskop, aber es steht hier noch immer natürlich nachlassend, gar keine Frage. Und hier steht Neptun im 6. Haus zum Beispiel für Unklarheiten am Arbeitsplatz. Oder kann auch heißen unklare gesundheitliche Verhältnisse. Also das heißt, Wohlstand, Wachstum im Lande funktionieren aufgrund von Arbeitsplatz, Gesundheitsthemen nicht mehr so ganz. Was ebenfalls eine sehr markante Position ist, ist eben, ich glaube, das haben wir vorher schon kurz angesprochen, Herrscher von 2 im 9. Haus, aber auch Herrscher von 7 im 9. Haus. Der Mars regiert sowohl das 7. Haus als auch das 8. Haus. Wir haben ja vorher noch angesprochen, glaube ich, den Herrscher des 2. Hauses. Ah, da habe ich irrtümlicherweise, Verzeihung, das war irrtümlich von mir, komme ich gerade drauf, die Besetzung Herrscher von 2, Spitze 9. Haus. Na, das würde schon passen. Das würde schon passen, was ich gesagt habe, in Zusammenhang mit dem fernen Ausland. Hier
haben wir aber noch einen Zusatz, und zwar siebtes Haus und neuntes Haus sind natürlich verbunden, siebtes, neuntes und zweites Haus, wegen der markanten Position von Mars an der Spitze des neunten Hauses kann man Spitze neuntes Haus natürlich fast schon sehr widerhaft interpretieren, also gar keine Frage. Ja, keine Frage, keine Antwort. Mars steht auf 8 Grad 21 und das neunte Haus steht auf 8 Grad 1. 21 Minuten Abstand ist eine sehr enge Konjunktion und führt mich natürlich in den Bereich, ja, in den Bereich von Nervosität, Streitigkeiten und wie gesagt, rückläufig bedeutet es auch, dass es nicht viel bringen wird. Also das heißt, Streitigkeiten haben wir hier im fernen Ausland bezüglich Handelsverträge wegen Geld. Naja, ich meine, Streitigkeiten in Bezug zu Geld, glaube ich, haben wir schon öfters gesehen. Und interessanterweise haben wir auch Herrscher von 7 in 9. Wenn wir das einmal auf partnerschaftliche Ebene wieder hinunterbrechen, also auf die menschliche Ebene, dann bekommen wir hier die Partnerschaften und hier das 9. Haus. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass man in Partnerschaften versucht, gemeinsame Interessen zu finden. 9. Haus sind meistens höhere Aktivitäten. Jetzt kannst du zum Beispiel sagen, also geistig höhere Aktivitäten. Jetzt kannst du aber auch sagen, ja, zusammen auf Urlaub fliegen. Ja, kann es natürlich auch sein, natürlich. Das 9. Haus steht fürs Flugzeug und auch, okay, der Urlaub steht im 5. Haus, das ist mir schon klar. Aber kann auch heißen, ja, gemeinsam in die Ferne fliegen. Allerdings wegen der Rückläufigkeit des Mars würde ich hier Schwierigkeiten und Probleme sehen. Natürlich kann Herrscher von 7 in 9 auch ganz banal bedeuten, Hochzeit mit jemandem, der aus dem Ausland kommt. Ja, natürlich, gar keine Frage. Ja. Also da gibt es viele Interpretationsmöglichkeiten. Für mich ist halt sehr markant eben diese Besetzung von Uranus, Herrscher 5. Haus im 8. Haus, im Sextil, im Trigon mit der Vollmondkonstellation. Das bedeutet, dass es eben hier zwischen unserer Regierungsspitze, also in Mitteleuropa, und der Europäischen Union Schwierigkeiten gibt. Ja? Schwierigkeiten, weil eben Wachstum, Wohlstand hier nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt übersetzt, sie bekommen Probleme mit der Bevölkerung. Ja? Also das heißt, das ist einmal ein starker Hinweis darauf und ich würde sagen, es ist eine ernste Geschichte, weil eben die beiden elterlichen Prinzipien, das Mutterprinzip Venus, also Venus, Krebs und das Vaterprinzip Steinbock in diesem Horoskop sehr stark angesprochen sind. Ja, schauen wir mal. Ich meine, wir werden es ja in den nächsten Tagen herausfinden, was sich dann als wahr herausstellen wird. Ich habe gestern, ja, ich habe mehrere Fragen gestellt, es werden immer mehr jetzt. Und ich habe dann auch das Fragespiel umgedreht. Ich habe dann auch gebeten darum, mir Fragen zu stellen. Und wie gesagt, wenn es meine Zeit erlaubt, möchte ich die natürlich sehr gerne beantworten. Tagesfrage, ich empfinde die Zeitqualität derzeit als nervös. Ich glaube, das kann man so ein bisschen spüren, es ist, da tut sie was. Viele falsche Propheten und Heilsverkünder tauchen in Übergangszeiten auf, das ist ganz normal, ja. Weil ja die Leute auch versuchen, in der Außenwelt für sich eine Lösung zu finden. Indem man in die Außenwelt geht, versucht man die eigenen Probleme halt zu überdecken, wie es so schön ist. Wie fühlst du dich mit der derzeitigen Lage? 18% unruhig Zeitgeschichte lesen oder erleben, ja, das ist ein großer Unterschied. Natürlich haben wir alle, wie sagt man, von im Geschichteunterricht von Revolutionen, von Aufständen, von Hungerrevolten, von all diesen schlimmen Dingen gelesen, haben mir die Wurstsemmel gebissen, was nicht, vom Glas Bier getrunken oder was auch immer und konnten das nicht nachvollziehen. Siehst du, jetzt erhalten wir die Möglichkeit, es selber zu erleben. Ja, da ist es eine ganz andere Qualität an Bord. 6%, ich bin ebenfalls ziemlich nervös. Okay, nur 6%. 41%, das hat mich sehr angenehm überrascht, 41% von uns, es erheitert mich, da ich völlig gelassen bin. Alle Achtung, also Gelassenheit ist wirklich eine große, große Tugend und ich gratuliere dir, wenn du in dieser Energie bleiben kannst. Das ist ja so wichtig, das ist genau das, wo wir hinkommen sollten. Egal, was da draußen passiert, ganz egal, was da draußen passiert, es hat letztendlich mit uns ja nichts zu tun, ja? Das ist der Punkt. Jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich und solange man immer glaubt, ja, glaubt, ja, kommt man natürlich mit dem eigenen Leben nicht zu Rande. 32%. Spannung zwischen Hoffnung und trauriger Gewissheit setzt mir zu. Natürlich, du hast erkannt, worauf ich anspiele, natürlich. Ja, wir wissen ja, dass es mit der Therapie zusammenhängt. Wir hoffen, dass nichts geschehen wird. Wir hoffen es inständigst. Aber im Innersten wissen wir, ja, es wird etwas geschehen.
Und das wird nicht leicht sein. Das wird auch nicht für alle. Für alle von uns wird das nicht leicht sein. Wie ich immer gesagt habe, meine Mutter und meine Wenigkeit, wir sind die beiden Einzigen. Die beiden letzten Mohikaner, wie man so schön sagt. 2%. Ich bin schon regelrecht verzweifelt, kann ich mehr als nachvollziehen und bin aber trotzdem sehr angenehm überrascht, dass es nur 2% bin. Alle Achtung, 392 Daumen hoch, 70 Kommentare und die Kommentare sind ziemlich übereinstimmend. Genau. Okay. Ich bin gelassen, weil, schreibt die Sigrid, weil ich weiß, dass es gut ausgeht. Natürlich wird es gut ausgehen, aber es wird halt kein Honiglecken sein. Das wissen wir. Ja. Das wurde niemals versprochen. Guten Morgen, heute könnte ich nichts ankreuzen. Okay, weil ich mich irgendwo dazwischen fühle. Kann ich verstehen. Nicht sehr nervös, nicht gelassen, ein wenig ängstlich. Also von euch ein bisschen was, so eine Potpourri. Ja, komische Stimmung im Moment. Es ist so, manche sagen wie die Ruhe vor dem Sturm oder es ist so, ja, es ist komisch. Die Manuela schreibt, ich kann jetzt über mich selber schreiben, dass ich gelassener geworden bin. Sehr gut. Das geht. Super. Conny schreibt, ich bin erstaunlicherweise ruhiger als vor 1 bis 2 Jahren. Auch sehr gut. Eigentlich fühle ich mich entspannt nach dem ganzen sinnlosen Feiertag, alles klar. Ja gut, das ist... Sehr interessante Frage, schreibt die Himmelscheibe von Nebra, wer auch immer sich dahinter verbirgt. Es ist schwer für mich festzustellen, was wirklich stimmt als Suchender nach Wahrheit. Naja, die Wahrheit werden wir nur in uns selber finden können, aber das weißt du ja, das ist glaube ich nichts Neues. Holly Mustermann schreibt, ich bin völlig gelassen, aber nicht amüsiert. Natürlich sind wir nicht amüsiert. Wir sind weder amüsiert noch freudig erregt, sondern ich würde sagen, es ist so eine Art... es mit Fassung ertragen können. Sagen wir es mal so. Ja. Janine schreibt, ich kann mein Gefühl schlecht beschreiben. Respekt auf jeden Fall. Ab und an kommt ein beängstigendes Gefühl hoch. Naja, ich würde sagen, dafür haben wir so ein bisschen den Rückhalt in unserer kleinen Gemeinschaft. Ich werde hier nur mal den Ton wegdröseln. Und wir wissen, was auf uns zukommt, wir ahnen es und für diesen Fall haben wir eben mental vorgesorgt. Du weißt, die 3 Minuten jeden Tag, 19.50 Uhr oder ganz egal, wann du möchtest, 18 Uhr, 17 Uhr, vollkommen egal, dass du immer wieder hinunterkommst und wie ich immer wieder gesagt habe, diese Gedankenstille, das Anhalten der Gedanken ist einer der Königswege. Ich gebe nur einen Satz zu bedenken. Alle Probleme, die wir haben, hängen immer irgendwie mit Gedanken zusammen. Ich rede jetzt nicht davon, wenn man sich den Knöchel verstaucht hat, das habe ich nicht gemeint, ja? Sondern ich meine so Probleme. Ich meine, ich kann mich bei mir erinnern, wenn man sich in irgendetwas hineinsteigert, was eigentlich letztendlich eine Lappalie ist. Ja? Also das heißt, hier ist das Anhalten der Gedanken wirklich der sicherste und beste Weg. Und eines müssen wir auch anerkennen. Es gibt nur diesen Moment, nur dieser Moment. Was morgen ist, das wissen wir nicht. Und wenn es uns gelingt, die Zeit jetzt anzuhalten, das geht, das funktioniert. Wenn es uns gelingt, die Zeit jetzt anzuhalten, dann erwachen wir jetzt in der Ewigkeit. Und dann gibt es kein Morgen. Sollte dir das nicht gelungen sein, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns heute Abend bei den letzten beiden Videos wieder begegnen. Alles Liebe, dein Astrowolf, Ende.